Hallo. Ich bin Carsten. Hallo. Ich bin Carsten. Hallo. Ich bin Carsten. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von IWW, Ich will wandern. Heute geht es hierum, und zwar sind das die Ridesock, die ich mir von der Messe in Düsseldorf mitgebracht habe. Die will ich jetzt heute mal testen und euch auch genauer vorstellen. Was ist jetzt so besonders an den Socken? Also die Socken sind zweilagig und Ridesock wirbt auch mit dem Slogan Tschüss liebe Blasen, adieu Schweißfuß. Der Vorteil von einer doppelten Lage Socken ist eigentlich schon länger bekannt. Ein alter Wandertipp gegen Blasen ist es auch, immer ein dünnes Paar Socken unter den normalen Wandersocken zu tragen. Und das ist halt bei den Ridesocks integriert. Wenn man sich Gedanken darüber macht, wie Blasen entstehen, es gibt so einen Teufelskreislauf, sage ich jetzt mal so. Und zwar gibt es drei Komponenten, die dafür sorgen, dass man Blasen bekommt. Zum einen geht es da um Reibung, zum anderen um Feuchtigkeit und das dritte ist die Temperatur, die Wärme, die Blasen fördern. Wenn man jetzt eine oder mindestens eine dieser Komponenten entfernt, dann vermindert sich natürlich auch automatisch die Chance auf Blasen, sage ich jetzt mal so. So, und auf diesem Prinzip basieren die Ridesocks. Zum einen durch die doppellagige Socke soll weniger Reibung auf der Haut entstehen. Und zum anderen soll die doppellagige Socke auch dafür sorgen, dass man einen wesentlich trockeneren Fuß auch bei warmen Temperaturen hat. Und durch den guten Schweißtransport, sage ich mal so, soll auch gewährleistet sein, dass der Fuß gar nicht so heiß wird, gar nicht so warm wird beim Laufen im Schuh. Die Socken gibt es in verschiedenen Dicken, in verschiedenen Längen, also es gibt die von Sneakersocken bis hoch zur komplett wadenumschließenden Socke für Liebhaber von Knickerbockerhosen. Ja, das System kommt aus den USA, mal wieder aus den USA. Wie gesagt, die Idee, die gibt es schon viel länger, solche Socken oder ein doppeltes Paar Socken zu tragen. Die Amis, die haben es dann jetzt endlich mal gemacht und haben ein zweites Paar in die Socke integriert. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal raus auf Tour und probiere die Dinger mal aus. Ich würde sagen, wir sehen uns dann draußen. Bis später. Ja, hallo nochmal. Ich habe jetzt so circa 9 Kilometer der Tour rum, meiner Testtour für die Ridesock. Und ich habe jetzt mal was gemacht, was ich normalerweise nie mache. Ich habe jetzt mal die Schuhe ausgezogen, weil ich mal wissen wollte, ob die Füße wirklich so trocken bleiben. Und ich muss sagen,
Die fühlen sich total trocken an, die Socken. Also bis jetzt, muss ich sagen, bin ich echt begeistert. Ich habe die Schuhe diesmal oder heute auf der Tour mal nicht ganz so fest gebunden wie sonst. Einfach um zu testen, wie ist es mit der Reibung, wenn man im Schuh rutscht. Ich muss sagen, man merkt zwar, dass man im Schuh rutscht, aber man merkt ganz genau, dass die Reibung definitiv nicht zwischen der Haut und der Socke stattfindet, sondern auf einer der anderen beiden Schichten, sage ich jetzt mal so. Ich muss sagen, für die kurze Tour bin ich wirklich sehr zufrieden mit den Socken. Ich gehe jetzt gleich noch weiter, dann werde ich die Schuhe mal wieder fester schnüren, ganz normal schnüren, so wie ich sie auch normalerweise tragen würde. Und werde dann auf meinen nächsten Touren ausschließlich diese Socken tragen, um euch da nochmal nähere Informationen zukommen zu lassen. Und ich werde dann auch mal schauen, dass ich jetzt in naher Zukunft dann auch mal eine etwas weitere Tour laufe, um wirklich testen zu können, ob man sich Blasen läuft oder nicht. Also Reibungsverminderung ist definitiv so schon spürbar und trocken ist der Fuß auch. Und naja, wir haben relativ heißes Wetter. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt heiße Füße hätte. Also scheinen die Socken doch ganz gut zu funktionieren. Ich würde sagen, ich ziehe meine Schuhe jetzt langsam wieder an und sehe dann zu, dass ich langsam weiterkomme. Ja, hallo zurück. Ich bin wieder zu Hause. Die Socken sind mittlerweile gewaschen. Vor ein paar Tagen habe ich die schöne Tour bei dem tollen Wetter unternommen. Ich muss sagen, ich bin von den Socken recht begeistert. Auch schon nach der ersten Tour. Ich kann sagen, ich habe die Schuhe extra etwas lockerer geschnürt, um Reibung zu provozieren. Es war an dem Tag auch sehr warm. Ich hatte durchaus kühle und trockene Füße auf der Tour und besser kann es eigentlich erstmal gar nicht sein. Dazu kam dann, man merkt tatsächlich, wenn der Fuß im Schuh rutscht, es ist definitiv keine Reibung auf der Haut, wenn Reibung stattfindet, auf einer der anderen Schichten, aber halt nicht zwischen der Socke und der Haut. Die Socke sieht von außen eigentlich ganz normal aus. Ich habe mich hier für ein ungepolstertes Paar entschieden. Das ist die dünnste Version eigentlich. Das ist die Cool Mesh 2. Wenn man sich die Socke dann genauer ansieht, wird man feststellen, aha, die ist von außen khaki und von innen weiß. So, was hat man dann jetzt hier versucht mit dieser Socke von den Fright Socks? Ganz einfach, man ist hingegangen und hat die Socke zweischichtig gemacht. Das heißt, diese weiße Socke ist eine dünnere innere Socke. Man möchte sie jetzt nicht komplett umstülpen. Denke mal, ich kriege sie dann nicht mehr wieder so richtig zusammen. Als ich die Socken angezogen habe, habe ich direkt gemerkt, oh, die sitzen richtig gut am Fuß. Da sind keine Falten oder dergleichen. Und das war auch was, wo ich erst Angst hatte, wenn ich jetzt eine zweilagige Socke habe, fangen die dann an, untereinander die Schichten Falten zu legen, so dass ich dann im Endeffekt noch mehr Reibung habe. Aber nein, das passiert nicht. Und es ist auch so, dass vorne in der Fußspitze die innere Socke und die äußere Socke miteinander vernäht oder verbunden sind. Und im Fersenbereich ist es auch so. Das heißt, es kann wirklich nicht passieren, dass sich die innere Socke, sag ich mal, in sich selbst verdreht oder so. Das kann gar nicht passieren. Und sie sitzt auch wirklich sehr gut am Fuß. Ich habe
eine recht glatte Fußsohle und habe in so manchen Wandersocken auch schon das Gefühl gehabt, tatsächlich in der Socke zu rutschen. Gerade wenn sie neu sind, auch nach den ersten zwei, drei Wäschen, habe ich oft mal das Problem, in den Socken selber zu rutschen. Das Gefühl hatte ich hier bei diesen überhaupt nicht. Was auch wirklich gut ist an den Socken, ich hatte wirklich überhaupt kein Problem mit warmen Füßen in den Schuhen. Es war an die 30 Grad warm und hatte wirklich ein recht kühles, also ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass es in den Schuhen unangenehm ist. Ganz im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, dass die Gore-Tex-Membran von den Socken auch richtig gut unterstützt wird. Somit von der Seite her keine große Blasengefahr da gewesen. Das dritte, die Feuchtigkeit. Ich hatte, wie ihr ja unterwegs gesehen habt, einmal die Schuhe ausgezogen, um zu testen, ist der Fuß wirklich trocken. Ich hatte zwar definitiv unterwegs kein feuchtes Gefühl und als ich die Schuhe ausgezogen habe, habe direkt die Socken angefasst, die Socken waren trocken. Dementsprechend war dann das dritte Element, die Feuchtigkeit, dann auch ausgeschaltet. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass das System meines Erachtens ganz gut funktioniert. Man hat definitiv trockene Füße, man hat kühle Füße und Reibung ist gar nicht zu spüren. Und wenn man Reibung spürt, findet sie nicht direkt auf der Haut statt und von daher denke ich mal, sind Blasen damit erstmal wirklich Geschichte. So, ich würde sagen, ich schalte jetzt nochmal in die Detailansicht um und wir sehen uns dann später noch einmal. Ja, hier haben wir dann die Fried Socks nochmal im Detail. Zwar, was ich euch noch zeigen wollte, also hier an der Seite steht dann halt die Sockendicke. Dieses hier sind die dünnen. Ich habe mich bewusst für die dünnen entschieden, weil ich halt das ungepolsterte Gefühl haben wollte. Dann, was auch nochmal interessant ist, die sind die Größenangaben. Und zwar gibt es die Socken in Small, Medium, Large und X-Large. Also anders wie bei uns. Hier hinter kann man ganz gut die richtige Schuhgröße erkennen. Also ich trage normalerweise Schuhgröße 42, also habe ich meine in Large. Ja, die Socke wollte ich euch nochmal im Nahen zeigen. Also es ist wirklich ein schöner, weicher, angenehmer Stoff. Und auch die Innensocke ist ungebleicht, ist also Naturwollfarbton, sage ich jetzt mal so. Und hier kann man auch sehen, wo die Socke nochmal mit der Außensocke verbunden ist. Ich denke mal, dass das hier die Stelle sein wird. Und natürlich hier vorne ist sie dann auch nochmal verbunden. Ansonsten liegt die Socke wirklich glatt auf der Haut. Man hat keine Knötchen oder keine Rollbildung auf der Haut von der Socke. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also hier am Mittelfuß gibt es dann noch eine sogenannte Stabilisierungszone, die dafür sorgt, dass die Socke am Fuß an der Stelle bleibt, wo sie hingehört und nicht weiter verrutscht. Und diese gitterartig gewebte Struktur soll dafür sorgen, dass der Fuß auch wirklich gut atmen kann, dass sich Feuchtigkeit
gut vom Fuß abtransportiert wird. Ja, so viel zu den Dry Socks. Mir haben die Socken bis jetzt sehr gut gefallen. Okay, ich habe sie bis jetzt nur einmal getragen. Ich gehe morgen wieder auf Tour und werde sie definitiv wieder anziehen. Ich möchte sie noch weiter austesten. Ich denke mal, ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Wenigstens auf Facebook. Sollte ich dann doch irgendwie irgendwann mit diesen Sockenblasen bekommen, was ich im Moment bezweifle, werde ich euch natürlich auch hier auf dem Kanal berichten. Also, das war es dann jetzt mit Folge 2 von IWW, Ich will wandern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.